Hallo meine Lieben, hier ist wieder eure Peggy von Silva mit einem neuen Video. Und zwar wollte ich euch heute gern zeigen, wie ich mit diesem Stempelset, das nennt sich Sofro, das ist ein Dreifach-Stempelset, also diese drei Stempel machen eine Blüte, da gibt es noch zwei für den Stängel, wie ich dann damit verschiedene Farbkombinationen gemacht habe. Das Stempelset gibt es im Moment bei Stamping Up gratis, wenn man für 60 Euro oder mehr bestellt. Dazu gibt es auch hier die Celebration Broschüre. So sieht die aus. Und da kann man eben sich durchschauen, was einem gefällt. Es gibt auch Papier und Bänder und Knöpfe, verschiedenes zum Aussuchen. Hier haben wir eben dieses Stempelset, wie gesagt, gratis ab einem Einkaufswert von 60 Euro. Das habe ich mit meiner letzten Bestellung mir mitbestellt, unter anderem, und ich wollte euch einfach heute mal zeigen, welche Farbkombinationen ich ausprobiert habe. Und das Ganze sieht dann erst ungefähr so aus im Großen und Ganzen. Wenn ihr später auch nochmal darauf zurückkommen möchtet, um euch das anzusehen, könnt ihr dann hier an dieser Stelle dann auch stoppen. Ich habe das sortiert nach Untergrundfarben, also das volle Motiv. Ich zeige euch das nochmal hier. Und zwar habe ich das einmal in dieser Reihe in Safrangelb gemacht. Diese Reihe ist Zartrosa. Diese Reihe ist Kirschblüte, diese Reihe ist Wassermelone, allerdings zweimal abgestempelt und das dritte, als drittes dann erst hier aufgestempelt. Hier haben wir Altrossee, hier haben wir Himmelblau und hier Blauregen. Altrossee ist übrigens eine Innenfarbe. So. Und zwar habe ich mir dann einfach überlegt, was könnte passen oder was könnte auch nicht passen, um mal zu schauen, was passiert, wenn. Und das zeige ich euch jetzt. Entschuldigung, das quietscht. Ich stehe auf meinem Holzboden und es quietscht manchmal ein bisschen. Das tut mir leid. Ja, ich zeige euch jetzt mal ganz kurz im Detail, wie das so aussieht. So, jetzt haben wir hier einmal das Ganze mit Calypso. Erst einmal abgestempelt für das zweite. Und das dritte dann in vollem Calypso. Hier haben wir Rhabarber und Wassermelone in den zwei anderen Schritten. Hier nur Wassermelone, einmal abgestempelt und dann auch komplett. Dann habe ich hier Blauregen und Ozeanblau. Ist auch eigentlich eine ganz interessante Mischung geworden. Manchmal glaubt man es gar nicht. So, Untergrund steht ja immer oben. Hier habe ich dann Himmelblau und Aquamarin gestempelt. Hier Wassermelone in zwei Farbstärken. Hier Rhabarberrot. Das ist Kandiszucker. Und hier unten Altrosé und Orangentraum. Auch sehr schön geworden. So, bei Kirschblüte habe ich Blauregen gestempelt. Geht es so? Ja, so sieht man es, glaube ich. Hier ist Calypso, auch das ist richtig schön geworden. Das ist Aquamarin und Jade. Das hat jetzt hier einen leichten Grünschimmer. Das müsst ihr euch bitte ein bisschen mal ins Blau vorstellen. Das kommt jetzt leider nicht so raus, wie ich mir das wünsche. Ich kann das auch nicht wirklich so, naja, auch nicht wirklich. Also ein bisschen mehr Blau. Wenn die Kamera fokussiert, könnt ihr es auch lesen. Na? Jetzt. So, dann haben wir hier Kandiszucker und Rhabarberrot. Kandiszucker auch abgestempelt vorher. Auch eine sehr schöne Mischung geworden. Und Wassermelone und Rhabarberrot. Auch total schön. So, beim Altrosé haben wir hier oben, nee, wir sind ja bei der Wassermelone. Bei der Wassermelone haben wir hier oben Calypso. Dann habe ich Kandiszucker mit Orangentraum. Orangentraum ist übrigens auch eine Innenfarbe, wie der Kandiszucker auch. Hier Blauregen. Gerade eben war es noch schön hell.
Dann Rhabar, nein, Wasser nur Wassermelone mit sich selbst. Für drei verschiedene Schichten. Einmal das ganz helle, zweifach abgestempelt, das mittlere einmal und das, das detaillierte hier oben. Mach ich mal ein bisschen größer hier oben. Dann komplett ohne Abstempeln. Und hier unten haben wir noch Aquamarin und Ozeanblau. Auch irgendwie eine ganz hübsche Mischung geworden. So, jetzt kommen wir zu Altrosee. Da habe ich Orangentraum und Calypso, das heißt also drei Orangefarben genommen. Na, ich bin irgendwie dann als Schatten zu sehen, wenn ich das ein bisschen abstütze, damit es nicht so zittert. Hier habe ich Rhabarberrot und Safrangelb und Wassermelone. Irgendwie mag er manche nicht so gut herausbringen. Hier habe ich Aquamarin und Ozeanblau. Auch interessant geworden. Und Wassermelone und Blauregen. Auch das sieht irgendwie ganz hübsch aus. Dann bei dem Himmelblau, so, habe ich Blauregen und Wassermelone noch drauf gegeben. Dann Rhabarberrot, einmal abgestempelt und das dritte komplett. Dann Aquamarin und Ozeanblau, muss ein bisschen hochgehen, dann fokussiert es vielleicht. So, auch eigentlich schön die drei Blautöne. Dann habe ich hier Safrangelb und Calypso und Ozeanblau und Petrol. Auch eine schöne Mischung. So, das letzte haben wir hier Blauregen. Blauregen mit sich selbst. Blauregen mit Wassermelone. Jetzt mag er gar nicht scharf stellen. Blauregen mit Wassermelone. Dann haben wir Himmelblau und Aquamarin drüber. Und hier, da fehlt ja was. Das war Calypso. Da habe ich vergessen, Calypso aufzuschreiben. Das tut mir leid. Und hier habe ich Himmelblau mit Wassermelone. Und es ist wirklich immer wieder interessant, ja, wie sich die Mischungen so entwickelt haben. Oft habe ich es ausprobiert und habe nicht mit dem Ergebnis gerechnet, muss ich dazu sagen. Aber das ist das Schöne. Und ich würde euch raten, wenn ihr dieses Stempelset habt, probiert einfach mal wirklich verschiedene Farbmischungen auf. Dann könnt ihr später, wenn ihr eine Karte oder etwas damit gestalten möchtet, auch ein bisschen, also schon im Vorab wisst ihr dann, okay, das und das passt gut oder das gefällt mir oder ich probiere das mal aus. Das ist richtig schön. Wenn ihr gern die Celebration-Broschüre haben möchtet, meldet euch doch bitte bei mir. Und zwar könnt ihr euch melden, natürlich auf meiner Webseite. So. Oder ihr schickt mir eine Mail auf silberstempelt, das ist Silber mit Doppel-W, wie hier, nur, eben nur silberstempelt, @gmx.de. Da könnt ihr direkt ja, an mich eine Mail schreiben. Dann könnt ihr die Celebration-Broschüre zugeschickt bekommen von mir, gratis natürlich, mit den verschiedenen Informationen und auch den derzeitigen Frühjahr-Sommer-Katalog. Der sieht so aus. Das ist, gibt nur ein, ja, ein Klappe davor, eine Information zur Celebration auch wiederum. Und im Frühjahr-Sommer-Katalog sind viele Bastelideen auch drin für Karten. Auch da ist es manchmal schön, sich den einfach anzuschauen. Auch da schickt mir einfach eine Mail und dann schicke ich euch den sehr gerne zu. Wie auch unseren derzeitigen Ganzjahreskatalog. Der sieht so aus, ist dann ein bisschen dicker als die Broschüren. Und da ist richtig viel drin. Ebenfalls auch Ideen. Ich schlage jetzt einfach mal hier auf. Da habt ihr zum Beispiel hier so eine süße Karte. Also, da sind auch immer wieder viele Ideen drin. Und ja, auch da gerne schicke ich euch das zu. Sagt mir einfach Bescheid. Schickt mir eine Mail, kommt auf meine Seite. Ich habe da auch manchmal Workshops, die ich anbiete. Auch da könnt ihr euch informieren, was da, ja, wie das mit dem Datum ist, wann da welcher Workshop stattfindet. Ich freue mich sehr gerne, wenn ihr mich besucht auf meiner Webseite oder mir eine Mail schreibt oder schreibt mir einen Kommentar unter das Video.
Wie gesagt, nochmal vielen Dank. Oh, habe ich es gesagt? Weiß ich nicht mehr. Vielen, vielen Dank fürs Abonnieren. Ich habe 20 Abonnenten, bin sehr, sehr froh und dankbar für jeden Einzelnen. Und solltet ihr Lust haben auf Stamping-Up-Produkte und oder solltet ihr die Ehe wollen und vielleicht ein bisschen Prozente haben wollen und auch ein Demonstrator wie ich werden wollen, meldet euch einfach. Ihr könnt sehr gerne in mein Team kommen von Demonstratoren, die ich dann persönlich betreue. Das gilt nicht nur da, wo ich lebe in Berlin, das geht deutschlandweit. Und ja. Genau, dann könnte ich euch erzählen, welche Möglichkeiten ihr dann habt mit Stamping Up, welche Ersparnisse ihr hättet. Und ja, auch zu dem Thema freue ich mich über jegliche Art von Kontakt. Meldet euch einfach. Und ansonsten wünsche ich euch sehr viel Spaß bei euren kreativen ja, Vorhaben. Und hoffe, das Video hat euch ein bisschen gezeigt, dass man auch mit einem Stempelset vielerlei einfach auch mal ausprobieren kann. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Bis zum nächsten Mal. Das nächste Video wird höchstwahrscheinlich über meinen Bastelwagen sein. Ich habe so einen kleinen Wagen in meinem Arbeitszimmer, damit ich alles gleich parat habe. Das würde ich euch gerne mal vorstellen. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Eure Peggy. Tschüss.